Um die krassesten Sea Creature angeln zu können, die durch das Crimson Isle Update dazugekommen sind, müsst ihr erstmal gewisse Tofu-Fische geangelt haben, unter anderem alle in Bronze und alle in Silber. Aber woher bekommt man eigentlich genau Tofu-Fische und was sind Tofu-Fische? Und falls ihr jetzt nur nach einem bestimmten Tofu-Fisch sucht, dann schaut gerne in die Videobeschreibung, dort sind die Timestamps drin, wo ich genau über welchen Tofu-Fisch rede, falls ihr eben nur einen bestimmten sucht. Während der Mainquest habt ihr nämlich so oder so die Aufgabe, einmal einen Skeleton-Fisch und einmal einen Fly-Fisch hier zu Ocho nach oben zu bringen, wenn ihr Barbar werden wollt oder wenn ihr Mario werden wollt, dann habt ihr dort einen anderen Fisch, den ihr hier auch zu Ocho bringen müsst. Und gleichzeitig, wenn ihr das tut, dann schaltet ihr Ocho so gesehen frei. Zu diesem NPC kann man übrigens auch von hinten reinkommen oder ansonsten einfach innen drin im Vulkan ganz nach oben gehen, dann kommt man hier zu seiner Hütte. Und bei Ocho sehen wir als erstes das Tofu-Fishing-Menü, wenn wir ihn öffnen, und hier sehen wir alle Tofu-Fische drin, wenn wir sie schon gefangen haben. Ich in meinem Fall habe schon mindestens alle einmal auf Bronze und Silber geangelt, und das heißt, wenn ich hier unten auf Tofu-Fishing-Rewards gehe, dann habe ich hier einmal die Übersicht, dass ich Novice, Tofu-Fischer, Trophy so gesehen habe und eben gleichzeitig auch die Adept Trophy Fischer Trophy. Das bedeutet, ich kann eben damit Lord Jabbers angeln und eben, wie wir sie auch sehen, ganz unten auch den Thunder. Das sind die beiden krassen Fishing Bosse, also so gesehen die größten, die höchsten Sea Creature, die man angeln kann. Der hier braucht dann übrigens auch Fishing Level 45, damit man den überhaupt bekommen kann. Und Tofu-Fische, das sind Fische, die man angeln kann, einfach nebenbei, während man so oder so angelt, und zwar an ganz unterschiedlichen Orten und teilweise auch mit ganz unterschiedlichen Voraussetzungen. Und was das sind für Voraussetzungen und wo man diese dann eben genau angeln muss, das zeige ich euch hier jetzt. Und wir beginnen mit den einfachsten, das sind nämlich zum einen der Blobfisch, den kann man nämlich überall angeln, egal wo ihr angelt, ihr müsst einfach halt in Lava drin angeln und auf der Crimson Isle sein. Das sind die zwei einzigen Voraussetzungen, die der Blobfisch und das Lava Horse haben. Diese beiden Fische, die könnt ihr wirklich überall angeln, das braucht eben keine Voraussetzungen. Und dann bin ich hier aktuell ja gerade im Vulkan drin. Und es gibt einige, die kann man auch nur hier drin im Vulkan bekommen. Zum einen eben beispielsweise den Flyfish. Für den Flyfish muss man im Vulkan drin sein und mindestens aus 8 Blöcken Höhe angeln. Das bedeutet, ihr stellt euch beispielsweise hier beim Eingang hin und angelt einfach von hier oben nach unten. Das hier sind nämlich dann mindestens 8 Blöcke. Es können auch mehr als 8 Blöcke sein. Es müssen aber nicht zwingend genau 8 Blöcke sein. Und wenn ihr eben so aus der Höhe hinunterfischt, dann könnt ihr hier auf diese Art und Weise eben den Flyfisch angeln. Dann gibt es im Vulkan einen zweiten Fisch, den man ebenfalls nur hier drin angeln kann, allerdings überall und auch egal wie. Das ist der Volcanic Stonefish. Dafür muss man einfach nur im Vulkan drin sein und irgendwo hier drin halt eben angeln. Und dann gibt es auch einen dritten, nämlich den Steaming Flander. Den könnt ihr ebenfalls nur hier drin im Vulkan angeln, und zwar in so einem Geysir, wie ihr ihn neben mir hier seht. Ihr müsst da nicht ganz genau in den Geysir hinein angeln. Es kann auch so einen halben oder einen ganzen Block daneben sein, aber diese kann man effektiv nur aus so einem Geysir rausziehen. Und dieser Geysir, von dem gibt es immer genau einen pro Vulkan. Den muss man vielleicht ganz kurz suchen gehen. Der ist halt meistens hier auf der untersten Ebene. Und der verändert auch immer wieder seinen Standort alle paar Minuten. Da muss man halt einfach mitgehen. Und vielleicht noch einen kleinen Tipp. Ich empfehle euch immer von oben zu angeln bei so einem Geysir, weil dann seht ihr rund um den Geysir herum und werdet nicht irgendwie von den Partikeln geblendet oder seht dann nicht, wann ihr die Angel richtig rausziehen müsst, sondern ihr seht hier dann schön, wann die Partikel kommen und von wo sie kommen. Und wir bleiben noch ganz kurz beim Vulkan, den Gusher Tofu-Fisch, den kann man nämlich nur angeln, nachdem der Vulkan explodiert ist. Der Vulkan, der bricht ja aus, so ungefähr alle 2 Stunden würde ich schätzen. Ich weiß die Zeit aktuell noch nicht genau, das wird man bestimmt früher oder später wissen, aber das ist relativ lustig. Man kann den Gusher sozusagen immer angeln, wenn der Vulkan ausgebrochen ist. Die einzige Möglichkeit, wann man ihn nicht angeln kann, ist, wenn der Vulkan gerade ausbricht. Also nur dann, wenn der Vulkan nicht ausbricht, dann kann man ihn eigentlich immer angeln sozusagen. Also ist im Prinzip auch ein Tofu-Fisch, den man so gut wie immer bekommen kann. Man muss dafür auch nicht im Vulkan angeln oder auch nicht in der Nähe des Vulkans angeln. Das gilt für den ganzen Nether übrigens auch. Und wenn ihr das allererste Mal mit Ocho redet, dann bekommt ihr von ihm ja diese Starter-Lava-Rod. Falls ihr die mal verlieren solltet, könnt ihr die übrigens hier beim Lost Rewards Shop nochmal neu kaufen. Und mit dieser Starter-Lava-Rod müsst ihr nämlich auch angeln, um den Vanille
Tofifisch zu bekommen, denn dafür muss man mit der Starter Lavarod angeln und auf dieser Starter Lavarod dürfen keine Enchants und nichts drauf sein. Also sie muss ja sehen clean sein, wie wenn ihr sie bekommt beim ersten Mal, wenn ihr mit dort schon redet, oder eben clean, wenn ihr sie einfach nochmal neu kauft. Und den ersten Tofifisch, den ich euch jetzt zeige, das ist der seltenste vom Gefühl her, oder viele Leute sagen, dass sie dafür auch am längsten gebraucht haben, und ich selber kann das auch bestätigen. Es ist der Karatefisch und diesen bekommt man bei Dojo. Und falls ihr nicht wisst, wo das genau ist, das ist, wenn ihr hier beim Spawn-Tresen rauskommt und dann erstmal rechts rüber geht und dann seht ihr hier dieses kleine Tor. Hier geht ihr dann hoch. Man kann natürlich sich auch einfach hochtippen, je nachdem wie man ausgerüstet ist. Und hier ist ja eben diese Dojo-Arena. Und um jetzt den Karatefisch zu bekommen, habt ihr hier vorne drei Lava-Pools, in denen ihr angeln müsst. Wichtig dabei zu beachten ist, dass ihr selber rechts im Scoreboard schauen müsst, dass ihr dort Dojo angezeigt bekommt, weil sonst könnt ihr ihn nicht bekommen. Das bedeutet, man muss hier vorne so ein bisschen auf diese andere Seite rüberstehen, damit man möglichst nahe dran ist. Weil wenn ich jetzt von hier vorne angeln würde zum Beispiel, da seht ihr, hier habe ich dann wieder Crimson Isle und eben auf dieser Seite, hier bin ich in Dojo drin. Also hier müsste man dann beispielsweise so angeln, um dann am Ende den Trophyfisch, also eben den Karatefisch, zu bekommen. Und wenn ihr hier bei Dojo seid oder einfach unten rechts weitergeht, dann kommt ihr hier hinten rüber ins Mystic Marsh. Und in diesem Mystic Marsh hier gibt es überall so kleine Gräben, wo eben auch wieder Lava drin fließt. Und in diese Lava hier müsst ihr ebenfalls angeln, um den Moldfin zu bekommen. Diesen kann man ausschließlich hier in diesem Biom bekommen. Und für den nächsten Fisch müsst ihr vom Spawn aus erstmal links rüber gehen. Das ist das Skeletonfisch und diesen kann man im Burning Desert bekommen. Allerdings gibt es dafür noch ein paar mehr Möglichkeiten. Ausschließlich im Burning Desert muss das nämlich gar nicht sein. Ihr seht jetzt hier, ich bin hier zwar im Burning Desert und es gibt ja auch einige Möglichkeiten, den zu angeln. Es gibt ja auch einige Lavapfützen hier hinten beispielsweise, wo man den Skeletonfisch auf jeden Fall auch bekommt. Allerdings, wenn man auf der anderen Seite nach oben geht, dann sind wir hier zwar im Dragon Tail, wenn ihr das rechts im Scoreboard seht, oder eben beim Dragon Tail Blacksmith oder wo auch immer, weil hier drunter befindet sich halt die ganze Base der Barbaren. Und hier oben in diesen riesengroßen Pfützen kann man den Skeletonfisch tatsächlich auch bekommen, obwohl das hier so gesehen eben nicht mehr das Burning Desert ist, gehört ja aber wohl dazu, weil ich meine, es brennt hier und es sieht ja auch nach Wüste aus, also Burning Desert ist so sinnbildlich hier oben in dem Sinne auch. Und der Spawn hier unten, die Burg hier, die heißt übrigens nicht einfach nur Burg oder Spawn, sondern wenn ihr hier mal ein bisschen weiter reingeht, dann seht ihr, das hier ist eigentlich Stronghold. Stronghold heißt das Ganze hier und wenn ihr euch in diesem Bereich befindet oder in diesem Biom, dann könnt ihr hier unten in dieser Lava beispielsweise auch den Soulfish bekommen. Das ist auch ein Tofifisch und ich habe beispielsweise immer hier jeweils geangelt. Das ist sehr, sehr praktisch, weil man die Sea Creature, wenn man dann auch Sea Creature angelt, immer direkt hier hinten rein angelt und damit geht das relativ einfach. Er ist auch eher selten, der Soulfish, aber man bekommt ihn auf jeden Fall doch um einiges schneller als den Karatefisch am Ende des Tages. Für den Mana Ray Tofifisch müsst ihr möglichst viel Mana haben. Wie viel Mana genau, das ist aktuell noch nicht bekannt, aber bisher hat es auf jeden Fall überall bei allen Leuten und auch bei mir funktioniert, wenn man so etwa 1500 oder noch mehr Mana hatte. Es wird auch gemunkelt, dass man mit mehr Mana auch eine höhere Chance auf den hat oder eine höhere Chance, ihn in einer höheren Rarity direkt zu bekommen. Das ist allerdings noch nicht bestätigt, aber für den Mana Ray müsst ihr im Prinzip einfach so viel Mana wie möglich haben, währenddem ihr am Angeln seid, dann bekommt ihr diesen. Den Slugfish zu bekommen ist ziemlich lustig. Ihr dürft dabei nämlich die Angel nicht rausziehen, wenn das erste Mal etwas anbeißt, sondern müsst die Angel einfach weiter drin lassen. Der Slugfish, den kann man nämlich überall angeln, das ist ziemlich egal wo. Ihr müsst allerdings mindestens 30 Sekunden lang die Angel ausgeworfen haben oder eben der Blubber muss mindestens 30 Sekunden lang rumblubbern in der Lava drin. Erst dann dürft ihr die Rod wieder rausziehen und erst dann habt ihr die Chance, einen Slugfish dabei rauszuziehen. Also ihr müsst mindestens 30 Sekunden warten und ihr müsst auch keine Angst haben, es beißt wirklich etwas an nach 30 Sekunden oder ein bisschen länger. Teilweise dauert es auch 40 oder 50 Sekunden, aber ihr müsst wirklich keine Angst haben, dass wenn ihr beim ersten Mal, wo ich das anbeiße oder beim zweiten Mal, wo ich das anbeiße, dass da nichts mehr kommt nachher. Das passiert tatsächlich. Ihr könnt einfach wirklich die 30 Sekunden abwarten und dann kommt auch etwas. Um den Sulfur-Skitter zu angeln, muss man neben einem Sulfur-Block angeln. Sulfur-Blöcke, das sind in Minecraft hier in Skyblock einfach normale Sponge-Blöcke und diese entstehen, nachdem ein Vulkanausbruch stattgefunden hat. Denn bei einem Vulkanausbruch, da speit der Vulkan oben eben
Spongeblöcke raus und diese Spongeblöcke, die kann man abbauen, weil das eben Sulfurblöcke darstellen soll. Und man muss im Prinzip einfach nur irgendwo auf der Map sich dann halt einen Sulfurblock suchen, sich neben diesen hinstellen und dann eben versuchen, ja, von diesem Block aus irgendwo in eine Lavapfütze reinzuangeln und dann halt eben den Sulfurskitter zu angeln. Und keine Angst, extrem lange dauert das tatsächlich nicht. Die Chance ist sehr, sehr hoch, den zu angeln, sobald man mal einen Sulfurblock gefunden hat. Und jetzt gibt es noch zwei so kleine Spezialfälle. Einer davon ist der Goldfisch. Und der Goldfisch, der kann auch überall spawnen. Der kann sogar spawnen, ohne dass ihr angelt. Denn den Goldfisch, den könnt ihr nämlich in dem Sinne gar nicht angeln, sondern der muss zuerst spawnen, irgendwo in einer Lavapfütze drin, und ihr müsst ihn erst dann rausfischen, sobald er halt existiert, sobald ihr ihn sehen könnt. Und der ist übrigens dann auch nur für euch sichtbar und nicht für andere Spieler. Wenn ein Goldfisch spawnen sollte, dann seht ihr so einen kleinen Goldkopf in der Lava drin rumschwimmen und ihr erhält auch eine Meldung dazu im Chat. Und wenn dieser Kopf hier drin rumschwimmt, dann müsst ihr einfach nur eure Fishing Rod relativ nahe an ihn auswerfen und dann beißt er so gesehen automatisch an. Und dann müsst ihr nichts machen. Ihr könnt einfach warten, müsst ihr Angel auch nicht rausziehen und er wird sich in aller Regel dann etwa 3-4 Mal wieder losreißen von der Angel und erst beim etwa 3. oder 4. Mal in aller Regel seht ihr dann, sobald die schwarzen und weißen Partikel, die er rund um sich herum hat, werden die dann auf einmal grün. Und sobald diese Partikel grün werden, könnt ihr Rechtsklick machen und die Angel wieder einziehen und dann habt ihr den Goldfisch. Und der zweite Spezialfall, das sind die sogenannten Obfuscated. Und von diesen gibt es ein Tier 1er, Tier 2er und Tier 3er. Also es gibt 3 Trophyfische von dieser Sorte. Die sind allerdings alle voneinander abhängig. Und um den Tier 1er zu bekommen, gibt es mehrere Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, dass ihr bei eurem Bait statt irgendwelchen normalen Baits einfach die Corrupted Bait verwendet. Ihr habt mit diesem Bait zwar weniger Fishing Speed, habt dann allerdings die Chance, damit eben diesen Tier 1er Trophyfisch zu bekommen. Und Corrupted Bait ist übrigens relativ einfach zu craften. Ihr braucht dazu ein Corrupted Fragment. Corrupted Fragments bekommt ihr von allen Mobs, die Corrupted sind, zu 100% immer gedroppt. Und daneben braucht ihr noch ganz normalen Magmafisch, was ihr eben von allen Sea Creatures so oder so bekommt beim Killen. Und daraus kriegt ihr dann ganze 16 Corrupted Bait. Oder die zweite und wahrscheinlich einfachste Möglichkeit, diesen zu bekommen, ist das Totem of Corruption zu verwenden. Das Totem of Corruption, das findet ihr in der Sulfur Collection. Und zwar hier auf der Stufe 4. Das ist auch nicht allzu teuer zu craften. Ihr müsst bedenken, dass einige Sachen davon soulbound sind und Sulfur eben beispielsweise nicht. Also das heißt, ihr könnt es theoretisch von jemandem craften lassen, wenn die Person halt bereit ist, diese Ressourcen für euch auszugeben in dem Sinne. Oder ansonsten braucht ihr halt eben 5000 Sulfur Collection, was jetzt auch nicht unbedingt gerade die Welt ist. Und die Fähigkeit von diesem Totem of Corruption ist, dass ihr eben für 2 Minuten, wenn ihr das aufstellt, zum einen so einen Effekt hier habt, um das herum und alle Creature, alle Lebewesen, die um dieses Totem herum spawnen oder schon existieren, werden dabei in Corrupted Mobs umgewandelt. Das bedeutet, auch für Sea Creature gilt das Ganze. Also das heißt, ich gehe jetzt hier mal rein, versuche hier etwas zu angeln, ziehe jetzt hier etwas raus, ihr seht, es ist eine Mushroom Cow und die wird jetzt hier zu einer Corrupted Mugma. Und der große Vorteil ist jetzt eben, weil sie Corrupted ist, wenn ich sie kille, seht ihr oben links, da bekomme ich diesen Trophyfisch eben direkt gedroppt und das auch zu etwa 80% würde ich schätzen. Also das heißt, man bekommt diesen Tier 1 so obfuscated Trophyfisch fast immer, wenn man einfach Corrupted Sea Creature angelt. Und ihr seht auch die Beschreibung, da steht jetzt zwar dran, caught with Corrupted Bait, allerdings habe ich den jetzt eben einfach nur bekommen, indem ich ein Corrupted Sea Creature gekillt habe. Und jetzt gibt es eben auch die Tier 2 und Tier 3er Obfuscated. Und um diese zu bekommen, geht das relativ einfach. Ihr müsst nämlich einfach den Tier 1 Obfuscated jetzt als Bait verwenden. Die kann man nämlich tatsächlich jetzt einfach als normale Baits in den Fishing Bag reinlegen. Und wenn ihr mit diesem angelt, dann habt ihr die Chance, damit eben Tier 2 Obfuscated zu angeln. Und mit dem Tier 3er geht es genau gleich weiter, um den Tier 3er zu bekommen, müsst ihr dann einfach den Tier 2er Obfuscated hier reinlegen und als Bait benutzen. Ich habe euch damit jetzt also gezeigt, wie man jeden einzelnen Trophyfisch bekommt. Allerdings gibt es noch Sachen, die euer Leben oder eben das Fischen eurer Trophyfische noch sehr viel einfacher machen können. Ihr könnt nämlich zum einen sehr viele verschiedene Sachen miteinander kombinieren, wenn ihr noch nicht so viele Trophyfische habt, um halt möglichst schnell an alle Möhren zu kommen. Aber bevor ihr damit beginnt, vielleicht einfach auch noch ein kleiner anderer Hinweis. Sobald ihr nämlich die ersten 15 Trophyfische bekommen habt, und das ist relativ egal welche, ihr braucht einfach 15 Stück, schaltet ihr ja eben die Novice Trophyfischer Trophy frei sozusagen. Und wie gesagt, das müssen nur 15 sein und insgesamt gibt es ja eben aber 18. Wenn ihr nämlich 15 Stück schon habt, dann könnt ihr hier bei Orcher die Bronze Hunter Rüstung kaufen. Beim ersten Mal bekommt ihr sie sogar gratis und könnt sie dann jeweils auch gratis weiter upgraden, sobald ihr dann die weiteren Stufen erreicht habt. Und diese Rüstung hat einen ziemlich coolen Fullset Bonus. Ihr könnt damit
nämlich keine Sea Creature mehr angeln, sondern quasi nur noch ganz normale Items und eben Trophyfische. Das heißt konkret, wenn ihr 15 Trophyfische habt und euch fehlen noch 3, dann würde ich euch empfehlen, die letzten 3 unbedingt mit dieser Rüstung zu angeln, weil dann geht das extrem schnell. Gerade wenn es um die obfuscated Fische geht, kann man damit wirklich viel, viel schneller ans Ziel kommen. Ich habe beispielsweise nur etwa 1,5 Stacks normale Tier 1er obfuscated gebraucht, um am Ende den Tier 3er obfuscated auf Silber freizuschalten. Und damit vielleicht auch mal ein kurzer Hinweis, was das denn eben genau bedeutet, hier Bronze, Silber, Gold und Diamond. Für die Novice Trophyfischer Trophy braucht man eben beispielsweise mindestens 15 Trophyfische in Bronze. Allerdings seht ihr jetzt hier beispielsweise den Karatefisch, den habe ich nur in Silber, den habe ich in Bronze gar nicht. Und das ist eben das Tolle daran, wenn ihr mal Glück habt und einen Trophyfisch tatsächlich beim ersten Mal in einer höheren Rarity angelt, dann zählt das für alles, was darunter ist, auch automatisch, auch wenn ihr den Haken hier bei Otcho nicht bekommt. Das heißt, den Karatefisch, den habe ich jetzt also so gesehen für Bronze und Silber schon. Um aber hier den Haken dafür zu bekommen, müsste ich ihn auch separat nochmal in Bronze angeln. Das bedeutet also, ihr braucht mindestens 15 Stufen in Bronze freigeschaltet oder eben alle komplett 18 Stufen in Silber, um dann halt eben die Adept Trophy Fischer Trophy zu bekommen und damit verbunden dann eben auch die zweite Rüstung zu benutzen, die Silver Hunter Rüstung. Ihr seht, die hat im Vergleich zum Fullset Bonus, dass ihr damit eben dann gar nichts angeln könnt, eben auch zusätzlich die Chance 5% eher einen Trophyfisch zu bekommen. Und dann gibt es auch 2-3 weitere Vereinfachungen. Zum einen habe ich hier auf meiner Angel Charm 4 drauf. Charm ist ein Enchant, was eure Chance erhöht, Trophyfische zu angeln. Und zwar pro Stufe um 2%. Charm ist ein Enchant, das könnt ihr von den Lava Sea Creatures gedroppt bekommen. Ich glaube nicht ganz von allen, aber von den meisten kann man das per Magic Find gedroppt bekommen. Also je mehr Magic Find, desto höher die Dropchance davon. Ich habe jetzt hier mit Charm 4 insgesamt also 8% höhere Chance, Trophyfische zu angeln mit dieser Rod. Und zusätzlich auch als Information, Charm geht bis Stufe 10 sogar. Und außerdem die Magma Rod, die ich habe, die schaltet man frei in der Magma Fish Collection. Und diese hat dann halt eben, wie wir sehen können, auch nochmal von sich aus schon als Fähigkeit die Chance, 10% erhöht Trophyfische zu bekommen. Ihr braucht, um diese zu craften, also insgesamt 1000 Collection bei Magma Fish. Und ein bisschen weiter in der Magma Fish Collection, ein bisschen weiter vorne, schon bei 100, schaltet ihr Hotbait frei. Auch Hotbait könnt ihr verwenden, um Trophyfische eher zu bekommen, wenn ihr halt eben beispielsweise diejenigen angeln wollt, die man so oder so überall bekommen kann, oder diejenigen, für die man nur in einem bestimmten Biom angeln muss und so weiter. Denn mit Hotbait habt ihr ebenfalls nochmal eine 5%ige Chance, eher Trophyfische zu bekommen. Und jetzt zum Schluss vielleicht einfach nochmal so ein kleiner Tipp von mir, was ich gemacht habe, um halt schnelle Trophyfische zu bekommen oder eben diese zu bekommen, die halt eher selten sind. Wenn ihr wirklich Trophyfische schnell angeln wollt oder eben möglichst viele auch bekommen wollt, dann empfehle ich euch als erstes sicher mal dort anzufangen, wo Trophyfische am seltensten sind. Und das ist hier bei Dotcho beim Karatefisch, weil eben aus meiner Sicht und auch aus der Erfahrung von vielen anderen ist der Karatefisch wohl der seltenste, den man bekommen kann. Das heißt, um möglichst viele Trophyfische gleichzeitig bekommen zu können, sollte man zum einen hier anfangen, beispielsweise mit Trophyfischen, und gleichzeitig dann beispielsweise in Storm Armor hier stehen, um möglichst viel Mana zu haben, dazu Hotbait benutzen und vielleicht gleichzeitig, wenn man dann wirklich noch am Anfang ist, auch gleichzeitig schon die Starter Lava Rod benutzen, weil damit habt ihr dann wirklich von Anfang an schon die Chance, ca. 8 bis 9 Trophyfische gleichzeitig hier zu angeln. Natürlich nicht auf einmal, aber an diesem Ort besteht dann die Möglichkeit für euch, etwa 9 einzigartige Trophyfische aufs Mal zu bekommen. In meinem Fall war es beispielsweise so, dass ich hier halt eben auch mit möglichst viel Mana geangelt habe, obwohl ich eigentlich den Karatefisch haben wollte. Ich habe den Mana Ray dann allerdings in Bronze, Silber und Gold bekommen, bevor ich überhaupt den Karatefisch bekommen habe. Und am längsten dauert es halt eigentlich tatsächlich, bis man mal diese 15 einzigartigen hat, damit man halt eben die Bronze-Stufe so gesehen freigeschaltet hat bei Otcho, weil wenn man sich diese Rüstung dann kaufen kann, womit man dann halt eben keine Siegküche mehr angeln kann, sondern eben nur noch normale Items und wie gesagt Trophyfische bekommen kann, mit dieser Rüstung kommt man dann wirklich sehr, sehr schnell voran. Und mit dieser Rüstung hat es dann aus meiner Erfahrung tatsächlich weniger lange gedauert, alle 18 Trophyfische auf Silber zu bekommen, als erstmal 15 Trophyfische auf Bronze. Und ansonsten gibt es natürlich auch diverse andere Möglichkeiten und Kombinationen, wo man stehen kann, zu welchem Zeitpunkt und so weiter, um halt die Chance zu haben, möglichst viele Trophyfische am gleichen Ort und auf die gleiche Art und Weise zu angeln. Ich hoffe, dieses Video konnte euch helfen und falls ja, dann zeigt das doch gerne mit einem Daumen nach oben oder mit einem tollen Kommentar. Und wir sehen uns beim nächsten Mal bei weiteren Guides und Videos zu Hypixel Skywalk hier auf diesem Kanal. Vielen Dank fürs Zuschauen und Peace out!